wird auf jeden Fall schon. Shit! Die Hacke ist weg. Ah ja. Brauchen wir eine neue Hacke. Was? Hier die letzte Reihe. Oha, die letzte Reihe sieht schlimm aus. Okay, die letzte Reihe müssen wir aber auch eigentlich nicht, ne? Die erste Reihe eigentlich. Brauchen wir Diamanten. Und dann können wir uns eine Dia-Hacke machen. Meine Lieblingshacke. So, Hacke, wo ist jetzt? Achso, warte. 1, 2. Und 2 Stöcke brauche ich auch. So. So. Und so. So, hoffentlich haben die Hühner schon hier so ein paar Eier. Ich brauche mindestens 2 Hühner. 3 Eier. Naja, sieht. Die Chance ist 1:3. Ich glaube, das wird nichts. Reine eine Chance von 2:3. Das könnte dann wieder knapp werden. So. Jetzt die letzte Reihe brauchen wir nicht. Wir können natürlich. Wird das aussehen, wenn ich jetzt hier einfach so einen Latschweg rüber mache? Ich hoffe, das geht. So, die Hühner kommen dann hier in dieses neue Gehege. Wenn jetzt 2 Hühner rauskommen. Ein Huhn. Ja! Wir haben ein Huhn. Ein Huhn haben wir. So, aber das Problem ist halt, die können hier unter diesen Zäunen durch. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. So, ja. So, hier erstmal wieder aufreißen. So, eine Wasserquelle. Und die letzten. So, das halte ich immer so ein bisschen arbeiten, ne? So, und der hier, jetzt kommt die Hacke wieder ins Spiel. Was ich diesmal mache, ist hier ein Teil hinzusetzen, ein Erdblock. Gut, hier können wir dann am Wasser ruhig Melonen züchten. Eigentlich ist es mir egal, wie die Melonen wachsen. Wir können auf jeden Fall hier schon mal
ansiehen hier. Dann haben wir hier bald eine richtige Schleife. Und hier können wir dann auch langsam mal zumachen. Warte mal, ich möchte jetzt hier nochmal was können. Ganz kurz austauschen. Ich möchte den Eingang hier vorhaben. Nicht hier. Hier. Und den möchte ich hier haben. So, von mir aus können wir jetzt die Seeds herholen. Ich packe nochmal alles andere weg. Dann können wir das hier auch regeln. So. Ich höre auch schon wieder den nächsten Zombie. Okay, Holz. Hier, das brauchen wir. Dirt. Was machen wir mit dem... Achso, ja, der kommt. Der kommt hier oben hin. Die Tools brauche ich auch nicht mehr hier. Drei Eimer. Bisschen Essen vielleicht noch. Und... dann würde ich mal sagen, auf geht's. Wer hat hier noch ein Ei gelegt? Der kommt natürlich, das kommt natürlich gleich mit hier. Das eine Ei. Ja, nee, wir brauchen dich noch. Nein, 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 du kommst nicht raus. So, dann geht's jetzt ums Getreide hier. Das war's hier mit der Getreidefläche des Hofes hier. Wir werden das Getreide ab jetzt woanders ansammeln. So. Okay. Ja, und, du Scheißhuhn. Oh Gott. Ja, hau ab, Vieh. Da konnte ich es jetzt nicht retten. Da war es das. Das Huhn ist entflohen. Wir werden aber eine effektivere Hühnerfalle haben. Oder bauen. Wir werden die bauen. Die muss nur mit Trichtern und Kisten funktionieren. Und da sehe ich noch ein Problem drin. Wirklich, ein großes Problem. So... die Seeds werden nicht reichen. Das wird einfach nicht reichen. Aber wir können es ja mal versuchen. Warte mal, erstmal möchte ich mich um die Hühner kümmern. Ja, kein Huhn, ich wusste es doch. Alter, du... haust mir jetzt mal gleich ab hier. Können von mir aus diese Fläche mit Seeds machen, mit normalen Getreide und die andere mit was anderen. Karotten oder sowas oder Kartoffeln. Da brauchen wir eine Kartoffel. Das wäre doch mal was. So, hat's ja doch gereicht. Dann wächst mal schön. Der Rest kommt zum Huhn. Bitte. Hoffentlich wird er bald groß. So. Ah.
Haben wir unten irgendwas im Keller? Ne, gut. Es war so klar, wir haben oben einen. Wo kommst du denn her? Alter. So, da haben wir jetzt was Neues. Pfeile und bisschen Bohnenmehl. Ich möchte die Melone nämlich schon mal ein bisschen größer haben. Schön. Dann macht mal hier eure Kürbisse. Oder, ja genau, Kürbisse. Hier kommt ein Karottenfeld oder sowas hin. So. Okay. Da werde ich diese Sachen jetzt zurücktun und erstmal rendern gehen. Genau. So, Essen, Gitarren, Waffen. Geht hier hin. Und wir gehen. Wir gehen in unseren Ort zurück. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Zugucken, fürs Zuschauen. Und ciao.